Anthony Lucia, 1:1 im zweiten Test gegen Dynamo Bukarest. Wie fällt bei dir das Fazit aus? Ich glaube, dass es ein sehr schönes Spiel von uns war, sehr ordentlich. Wir haben auch schon wieder ein neues System einfach ausprobiert heute und hat ziemlich gut geklappt. Wir haben auch erst ab Zeit nicht so viel zugelassen, außer das Freistoß, wo wir das Tor kassieren. Offensiv hätte vielleicht besser sein können, aber ja, wir können trotzdem zufrieden sein. Und an zweiter Halbzeit haben wir geschafft, wieder die 1:1 zu erzielen. Kann man schon zufrieden sein. Ja, wir sind insgesamt sehr zufrieden. Also wir haben allen Spielern nochmals Spielanteile geboten. Und ich glaube, heute hat man nochmal gesehen, dass wir auch eine andere Grundordnung spielen können. Da war wichtig, einfach ein paar Trainingsinhalte wiederzusehen im Spiel. Und das hat eigentlich von meiner Seite aus sehr, sehr gut geklappt. Erster Auftritt von Robert Juhl, Neuzugang. Wie war da der Eindruck? Was bringt er für Qualitäten mit? Ja, dass er mit der Kugel umgehen kann, ich glaube, das hat man sehr, sehr gut gesehen. Jetzt gilt es einfach, ihn erstmal zu integrieren. Er ist erst 2 Tage da. Er muss es erstmal verinnerlichen, wie wir Fußball spielen wollen. Aber er bringt eine enorme Präsenz mit. Ich glaube, das sieht man auch. Und wie gesagt, auf der 10 fühlt er sich, glaube ich, auch ganz wohl. Und jetzt geht es so schnell wie möglich, wie gesagt, ihn zu integrieren und in das Spiel einzubringen.